Aber gut. Detox oder Jiggy als nächstes, Freunde. Ich würde sagen, worauf habe ich denn Bock? Wir haben auch noch Lumara, das möchte ich mir auch noch geben. Passt auf euch auf. Ja, aber machen wir erst J-Jiggy, machen wir erst J-Gigolos, Leute. Machen wir erst einen kleinen J-Gigolos, ja? Was haben wir hier Schönes? Wer hat mir Nachricht geschrieben? Gut. Wunderbäumchen J-Jiggy. Ja. Schauen wir bei den Wunderbäumchen von J-Jiggy rein. Release Numero Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Freunde, Spanisch Profi. Once, dos, tres. Come at me, Alter. Wunderbäumchen, JGG 2020, Playlist Release Nummer 3 von 12. Prozent von Unbeatables. Gut, für alle YouTube-Zuschauer, Link zum Original ist in der Beschreibung. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Rap-Tutorial XXL auch euch zu gönnen, wenn ihr wollt. Werde ich auch in die Beschreibung packen von den Nachwuchs-Rapper. Support ist kein Mord, auf Ehre. Wunderbäumchen, Wunderbäumchen, ein wunderschöner Name. Wunderbäumchen. Wunderbäumchen. Heißt, das sind diese Geruchsteile im Auto, oder? Wunderbäumchen, die heißen so. Ich glaube schon. Aber wenn ich mir einen kleinen Bonsai-Baum kaufe, ist es dann auch mein Wunderbäumchen? Ich weiß es nicht. Wir hören rein. Wunderbäumchen von J-Gigolos. Ich bin wirklich sehr gespannt. Anfangsshot schon geil. Okay, das wird von Atmosphäre geil, glaube ich. Oh, woher ist die Melodie? Woher ist die Melodie? Woher ist die Melodie? Sind so viele Dinge, die mir auf den Sack gehen. Ich will nur noch in mein Auto steigen und dann Gas geben. Schon viel zu lang fühle ich mich inhaftiert. Ich lasse die Sorgen hinter mir, um frischen neuen Sauerstoff zu inhalieren. Und ich fahre. Also irgendwo erkenne ich diese Melodie, die da im Beat drin ist, Mann. Ich habe keine Ahnung, woher es ist. Aber jetzt schon dieses Feeling. Es ist so. Ich krieg so ein Freiheitsfeeling. Habt ihr auch so Sommerfeeling, Freiheitsfeeling ab und zu? So langsam kommt das, Mann. Ich habe dieses einfach so, dieser warme, so eine warme Sommerbrise, Mann. So, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Du bist draußen im T-Shirt und fühlst dich einfach wie der schönste Mensch der Welt, Alter. Mein Auto mehr als ich das sonst schon tue. Zu steigen und dann Gas geben. Schon viel zu lang fühle ich mich inhaftiert. Ich lasse die Sorgen hinter mir, um frischen neuen Sauerstoff zu inhalieren. Und ich fahre weiter, bis ich glücklich bin. Der drückende Fahrtwind, der mir entgegenkommt, wird zum Rückenwind. Der drückende Fahrtwind, der mir entgegenkommt, wird zum Rückenwind. Auch gut. Bis ich glücklich bin. Der drückende Fahrtwind, der mir entgegenkommt, wird zum Rückenwind. Ich nehme mein Handy und schmeiße es über Bord. Denk mir Scheiß drauf und fühle mich freier als je zuvor. Boah, schön. Zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Drück aufs Pedal, gebe Gas und ich halte mich links. Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Wind. Und ich fahr und ich fahr und ich weiß nicht wohin. Und kein mein dunkelgrünes Wunderbäumchen flattert im Wind. Du hast verloren, wenn du bremst. Das war schön, Alter. Wo hat J. Gigolos diese wunderschöne Stimme rausgeholt, Alter? Das war schön, Alter. Vor die Message noch Handy weg. Und was hat er gesagt? Habe ich aber gefühlt. Denk mir Scheiß drauf und fühle mich freier als je zuvor. Scheiß drauf und fühle mich freier als je zuvor. Gerade Leute so. Wie J-Jiggy oder ich werden das mehr fühlen, glaube ich. Oder ihr auch, keine Ahnung, ihr kennt es ja selbst mit dem Struggle, Alter. Man ist 24/7 am Handy, aber bei mir ist noch schlimmer. Immer Kommentare checken, jede Sekunde auf Instagram irgendwas checken. Ich bin viel zu viel am Handy. Ich muss auch viel, viel öfter das Handy einfach weglegen und einfach mal chillen. Aber immer, wenn ein neues Video online geht, Kommentare lesen, keine Ahnung, es ist einfach so ein Drang. Es ist, ich glaube, für Leute so wie J-Jiggy oder mich oder YouTuber, whatever, die viel Social Media machen oder die mit Social Media ihren Beruf ausüben, sagen wir es so. Für die ist es extrem schwer, das Handy wirklich mal wegzulegen. Auch wenn es nur eine Stunde ist. Eine Stunde ist schon schwer. Eine Stunde nicht aufs Handy gucken, schwer. Man hat immer Angst, irgendwas zu verpassen oder whatever. Das ist eigentlich richtig dumm. Deswegen fühle ich das aber umso mehr gerade. Ich schmeiß mein Handy weg und fühle mich freier als nie zuvor, weil dein Kopf einfach mal abschalten kann, gefühlt. Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Drück aufs Pedal, gebe Gas und ich halte mich links. Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Wind. Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Wind. Boah, diese Worte, die er gewählt hat.
Da gebe ich ihm einen Kuss für. Und ich fahr und ich fahr und ich weiß nicht wohin. Und kein dunkelgrünes Wunderbäumchen flattert im Wind. Du hast verloren, wenn du bremst. Böse Geister fahren mit Vollgas. Bist du zu langsam, überholen sie dich rechts. Mann, ich hab keinen Bock auf Vierfanz. Ich hab zwar keine 300 PS, doch dafür unendlich viel Willenskraft. Und das. Boah, ich hab zwar keine 300 PS, aber dafür unendlich viel Lebenskraft. Hat auch sowas Motivierendes. Piepen von der gelb blinkenden Tankleuchte stopp ich mit der nächstliegenden Zapfsäule. Nur ganz kurz. Dann steig ich wieder ein und fahrlässig weiter. Bleibe ignorant und fahrlässig weiter. Einfach weiß mir. Oh, bleib ignorant und fahrlässig weiter. Ich finde gut, wie er so alles, was im Leben oder in seinem Kopf passiert, auf diese Autosituation so ein bisschen bezieht, wie ein frisch gekauftes Bett. Schlecht, Digga. Schlecht. Ich geh mich löschen, Leute. Es tut mir leid. Fahrlässig weiter. Bleibe ignorant und fahrlässig weiter. Einfach, weil's mir gefällt. Um die Mittagszeit trag ich ne Sonnenbrille, denn mir ist der Highway zu hell. Nimm mein Blei. Oh, gut. Gut, denn mir ist der Highway zu hell. Schön. Um die Mittagszeit trag ich ne Sonnenbrille, denn mir ist der Highway zu hell. Nimm mein Bleifuß und stell ihn aufs Gas, denn ab 190 werden mein Wunderbäumchen und ich zu Turteltäubchen. Ah, wir wollen von all unseren Ängsten weg. Wir wollen zu zweit sein und zwar da, wo der Pfeffer wächst. Yeah, oh, schön, Mann, schön. Schön, wie er seine Stimme hier einsetzt. Das ist ein schöner Ängsten Song, Alter. Wir wollen zu zweit sein und zwar da, wo der Pfeffer wächst. Yeah, denn es macht alles einen Sinn und mein Wunderbäumchen flattert im Wind. Drück aufs Pedal, gebe Gas und ich halte mich links. Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Wind. Auch gutes Video. Actually ein sehr gutes Video. Bringt den Vibe sehr gut rüber, finde ich. Und es flattert. Und es flattert umher. Und es flattert. Und es flattert umher. Guck mal, ich hätte die Rückspiegel fast abgebaut. Denn ich hab keine Vorsätze, außer einen. Und der heißt nach vorne schauen. Und ich halt mich dran, auch gut. Was auch kommt, ich halt nicht an. Solange mich mein Auto tragen kann, drück ich aufs Gaspedal. Knapp 200 km/h, trinke beim Fahren und bin nicht angeschnallt. Aber weißt du was, das ist mir gerade egal. Das ist wirklich ein guter Song, der so beschreibt, einfach mal den Kopf auszumachen und all die Sorgen hinter sich zu lassen, einfach mal nach vorne zu gucken, nicht immer nach hinten in der Vergangenheit im Kopf rumkramen. Einfach nach vorne, Mann. Das macht alles einen Sinn, denn mein Wunderbäumchen flattert im Wind. Drück aufs Pedal, gebe Gas und ich halte mich links. Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Wind. Und ich fahr und ich fahr und ich weiß nicht wohin. Und mein dunkelgrünes Wunderbäumchen flattert im Wind. Und es flattert. Und es flattert umher. Und es flattert. Und es flattert umher. Ich finde den Namen Wunderbäumchen auch so unglaublich schön irgendwie. Wunderbäumchen. Wunderbäumchen. Kleines Wunderbäumchen. Ein Wunderbäumchen, Leute. Wow. Es sind diese Kleinigkeiten, wer die Brille jetzt auf diesen Beat passend hochgeschoben hat. Die Kleinigkeiten, oh, die ich einfach schön finde. Denn es kommt nicht auf die Größe an, Leute. Das war wirklich ein schöner Song, Alter. Damn. Das war gut. Jetzt kommt noch die Rap-Tutorial XXL-Werbung, hoffe ich doch. Sehr gut, Freunde. Link zum Original ist in der Beschreibung. Ansonsten kommen wir zum kleinen, großen Mini-Fazit. Hey, erstmal alle YouTube-Zuschauer. Folgt mal auf Twitch, Freunde. twitch.tv/flo_derflo. Link in der Beschreibung. In Zukunft ein paar öftere Livestreams, ja. Und ansonsten, was soll ich sagen, Alter? Sehr, sehr schöner Song. Wirklich, also wirklich schön. Sehr zum Nachdenken irgendwie. Und auch kann man sehr gut aufs eigene Leben reflektieren, finde ich. Und auch ein Song, der zu JG gut passt. Das war jetzt Release Nummer 3 von 12. Das heißt, wir haben noch Matze 9 vor uns. Ist das richtig? Haben wir noch 9? Ich glaube schon. Ne, das war der dritte Song. Wir haben noch 9 Songs vor uns, glaube ich. Ich glaube schon. Gut, Freunde, ich bin sehr gespannt. Ich finde es extrem gut, dass Jiggy wieder mehr Mucke macht einfach und dass wir ein bisschen mehr Output bzw. Input, Output bekommen. Ich glaube, es ist Output von ihm. Input. Ich weiß es nicht, Mann. Gut, Leute, ich würde sagen, checkt das originale Video ab. Nicht vergessen, Rap-Tutorial und XXL abzuchecken. Ansonsten war es das an der Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und tschüss.